Darum macht er auch die Beine so breit, weil es ist halt eklig, ne? Ich muss da gar nicht hin, okay? Doch, muss ich. Oh, sind das die wieder mit den Gedärmen, Alter? Hallo! Ich winke mal! Oh Gott! Du hin, kleiner Mann. Oder kleines Etwas. Ja. Ich muss da hoch, okay. Noch mal kurz gucken. Basis voll. Und sonst geht's euch gut. Oh, ich muss mal kurz Pause machen. Ich müsste echt wirklich mal auch Pipi machen. Ich habe vorhin vergessen und jetzt... Ich merk's. Es drückt. Zu doll. Kriegt man aber wirklich ganz schön viel. So eine Medipacks. Aktivieren, nein, noch nicht. Ja, natürlich. So, ich muss es jetzt betanken, ja? Okay. Sieht so aus, als ob ich das noch da irgendwie bewegen muss, weil... Hm. Muss er jetzt ins Loch rein? Oh Mann. Ach, es geht automatisch. Ach so. Jetzt muss ich bestimmt runterziehen. Ins Loch rein. Scheiße! Oh, fuck. Oh mein Gott! Der tat so weh. Oh Mann. Mein Herz. Oh, den habe ich jetzt gar nicht erwartet. Ja. Also dieser Schock, der hier war, der mich jetzt so geschockt hat, dieser Moment hier. Ich habe mir wirklich fast echt in die Hose gemacht, ohne Scheiß. Ich musste ganz dringend gehen. Ich bin auf den Klo gegangen und habe dann so gemacht die ganze Zeit. Oh, okay. Aber wenn man es kommt drauf an, wenn sie sich wenig geschminkt hat und das dann nicht auffällt, dann ja. Bei mir würde das auffallen. Ich sehe dann aus wie so ein Zombie. So tot. Okay, der Tank ist voll. Versuch's nochmal. Schon besser.
Okay, ich versuche den Shuttle-Antrieb testweise zu zünden. Geh in Deckung, es könnte heiß werden. Ja. Jetzt müssen wir wohin? Isaac, ich habe, glaube ich, gerade die Startsequenz initiiert und weiß nicht, wie ich sie wieder stoppe. Was? Was? Los, verschwinde da, bevor du geröstet wirst. Du Schlampe, du... Aber wo soll ich denn hin? Bevor du gerüstet wirst. Ja, toll. Oh, nein. Nobu-chan. Und wie war dein Stream? Hat es Spaß gemacht? Und wir kommen zurück. Wie komme ich denn jetzt dahin? Wie komme ich denn jetzt dahin? Oh nein, nicht sowas. Hauptsache die sterben. Renn! Bevor du gerichtet wirst. Boah, was zur Hölle. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Warte. Was ist das denn für einer? Oh nö. Oh nein, das ist der. Fick dich. Nein. Ach nö. Nein. Startprotokoll wird eingeleitet. Ach, halt die Klappe. Bitte die Startkammer vollständig räumen. Bitte die Startkammer vollständig räumen. Beginne mit Systemcheck. Oh Gott, nein, nicht du! Oh, fick dich, wo muss ich hin? Ach, da. Ach, nö. Scheiße. Wegen Hans-Peter Wurst hier. Mach hin, ey. Oh, nö. Oh, nein. Fick dich. Ich komme hier nicht weg. Ich hänge fest. Oh, nein. Ja, komm, noch... Langsamer. Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Das Schleusentor klemmt. Wenn das Shuttle startet, bevor es sich öffnet. Verdammt! Was denn? Okay, ich sehe mir den Antrieb an. Och, das ist doch nicht euer Ernst! Das ist doch nicht euer Ernst! Muss ich jetzt da runter oder was? Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Ich hasse mein Leben. Systeme bereit. Systemcheck abgeschlossen. Mhm. Ach nö, nicht die schon wieder. Ich weiß nicht, was man davon hat, wenn man sich so viel schminkt. Da steckt was im Antrieb fest. Sieht nach militärischer Munition aus. Ich versuche es rauszuholen. Sprengstoff. Oh Gott, sei bloß vorsichtig, Isaac. Ja. Isaac, das Shuttle wird jede Minute starten. Was ist mit dem Tor? Der Antrieb hakt immer wieder. Ich versuche, ihn so schnell wie möglich frei zu bekommen. Ich hasse mein Leben. Ich hasse es.
Alter! Das Scheißteil hat sich im Antrieb verkeilt! Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Anscheinend war es richtig. Ich habe keine Ahnung. Liegt am Mikro. Ja, das ist ja dafür da, dass man, wenn man streamt, geschafft, dass man da ein bisschen Feedback bekommt. Gott sei Dank, Isaac. Okay, dann bereiten wir die Dockingbucht mal auf das Shuttle vor. Isaac, wir sehen uns, wenn du zurück bist. Was soll das denn heißen? Sie macht Andeutungen. Ja, sie macht Andeutungen. Endlich wird mir mal angezeigt, wo ich hin soll. Hallo? Willst du mich verarschen? Mal kurz kuscheln hier. Nein! Unfair. Wo soll ich denn jetzt hin? Ach, da lang. Ich dachte, ich muss auf dieses Ding rauf. Ja. Mhm. Und? Wie sieht das Shuttle aus? Dieses Ding braucht mehr als nur Hüllenteile. Der Backbordantrieb fehlt. In der Nähe der Greeley ist ein kleines Wrack. Könnte ein Shuttle sein. Das sollten wir uns mal ansehen. Rosen, Locke, machen Sie sich fertig. Sie kümmern sich um den Antrieb. Aber Sir, mein Bein schmerzt. Ich bitte immer Sie noch. Ja nicht, Kunststücke vorzuführen. Und jetzt Bewegung. Okay. Rosen, wir treffen uns dort. Wenn Sie es sagen. Kannst du mal auf den Boden gehen? Wo muss ich jetzt genau hin? Das habe ich nicht aufgepasst. Der Pfeil zeigt zur Greeley. Ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt da hin muss oder nicht. Du. Ich hoffe, wir müssen dahin, ne? Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob wir dahin sollen. Aber der Pfeil zeigt hier hin, deswegen vermute ich es mal. Ich guck mal kurz hier rein ins Menü. Was? In der Nähe von der Greeley, ja. Nee. Da müssen wir hin. Okay. Das ist schon krass, dass man hier zu den kleinen Wrackteilen fliegen kann. Nicht nur auf einem Schiff ist, sondern auf verschiedene. Ist das? Das ist echt cool. Hey, Sie wollten einen Antrieb? Hier haben Sie einen. Wird gehen. Ist doch scheiße. Genau wie unser Plan. Ach, hör doch. Sind Sie immer so hilfreich? Hey, einige von uns wollen nach Hause, okay? Ich habe alle Leitungen und Wartungsrohre abgetrennt, aber keine Ahnung, wie wir das Ding hier wegbekommen. Ich sehe nach. Packen Sie Ihre Ausrüstung zusammen, damit wir das Ding zur Reparaturbucht bringen können. Wo genau muss ich jetzt ziehen?
Ach, da. Muss ich das mitnehmen oder was ist hier los? Ich habe keine Ahnung. Schaffen Sie alles weitere allein? Ja, Clark. Ich bin kein Idiot. Dann lassen Sie die Einspritzer fest einrasten. Ich will nicht, dass Sie sich mitten im Flug lösen. Arschloch. Du Arschloch. Okay, Leute, ich habe den Antrieb. Ist alles bereit? Naja, nicht ganz. Wir werden wie Lilliputaner im Zirkus hin und her gestoßen, wenn wir versuchen, ohne Kurs durch die Atmosphäre zu navigieren. Und wenn wir die Flugschreiber aus diesen verlassenen Schiffen nutzen? Ja, stimmt. Wir könnten eine der Routen rekonstruieren, die sie genutzt haben. Ich suche außerhalb der Roanoke. Halten Sie Ausschau nach kleinen Satelliten mit 4 abstehenden Solarmodulen. Satelliten mit Solarmodulen. Alles klar. Mhm. Was muss ich jetzt finden? 3 Flugschreiber finden. Okay. Wo genau sind die? Also ich muss erstmal mit dem kleinen Schiff hier durch die Gegend düsen. Okay, es wird ja immer angezeigt. Da waren wir noch nicht, wo wir jetzt hinfliegen. Mal gucken. Seid ihr eigentlich noch fit? So mal nebenbei. Darum teste ich es auch. Ja, das ist ja gut. Deswegen muss man muss ja streamen, um zu testen. Das ist ja wichtig. Das musste ich ja auch. Bei mir war ja auch am Anfang alles drunter und drüber. Ist manchmal immer noch ein bisschen, ja, nicht so toll. Aber was soll man machen? Man muss es ja halt ein bisschen testen und sich anpassen. Und equipmentmäßig kauft man sich ja sowieso dann immer bessere Sachen. Das gehört ja auch dazu. Irgendwann. Ich habe mich ja auch nach und nach mit meinem Equipment verbessert. Ich müsste mir... Ja, mein erstes Ziel ist erstmal ein neues Gehäuse holen. Damit ich ja ein bisschen mehr Platz habe. Damit ich dann auch ein paar neue Lüfter und alles sowas holen kann. Das wäre nämlich auch sehr wichtig für mich. Gehört ja auch zum Equipment. Mein Rechner ist ja mein Arbeitsmaterial. Ey, wer schießt denn auf mich eigentlich? Schon der Killer hier. Was muss ich jetzt damit machen? Achso. Ich glaube, ich habe einen dieser Flugschreiber gefunden. Gut. In der Roanoke sollten noch mehr davon sein. Okay. Mal sehen, was ich finden kann. Warum zeigt mir das jetzt die ganze Zeit den hier an? Keine Ahnung. Das ist jetzt ein bisschen verwirrend, ne? Kann den wegschleudern? Ich weiß jetzt nicht mal, wo ich hin soll. Warte mal.